glaube, das Wichtigste und Erste ist, dass wir überhaupt willens sind, internationale Politik zu gestalten. Dass wir auch unsere internen Debatten nicht nur über interne Probleme führen, sondern dass wir strategisch über internationale Politik und ihre Auswirkungen auf unser Land sprechen, diskutieren, Lösungen finden. Wir wollen, dass unser Land in neuen Technologien führend ist. Wir wollen es resilienter machen gegen externe Schocks wie Pandemien, Cyberangriffe, ökonomische Krisen. Wir wollen im Inneren unseres Landes ein Modernisierungsjahrzehnt anstoßen, um in der Welt handlungsfähig zu bleiben, auch in der Zukunft. Und für die Außenpolitik heißt das, aus meiner Sicht, wir müssen strategischer werden. Wir dürfen nicht nur auf Krisen reagieren, sondern müssen vorausschauend agieren. Und dazu brauchen wir neue Arbeitsmethoden, eine veränderte Sicherheitsarchitektur, die einen vorausschauenden strategischen Ansatz möglich macht. Durch Digitalisierung und Globalisierung verschwimmen die Grenzen zwischen militärischen und nicht-militärischen Herausforderungen und die Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicherheit. Militärische Völkerrechtsbrüche werden heute häufig durch Wirtschaftssanktionen beantwortet. Der Cyberraum ist gesellschaftliche Lebensader und sicherheitspolitische Schwachstelle. Neue zivile Technologien finden auch Anwendung in der militärischen Nutzung. Und in der Pandemie haben wir erlebt, dass auch nicht-militärische Lagen unsere Sicherheit fundamental gefährden können. All diesen Tatsachen muss das institutionelle Ineinandergreifen unserer staatlichen Sicherheitsarchitektur Rechnung tragen. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Vernetzung der Sicherheit auch in unserer Administration abbilden müssen. Und das geht am besten, indem wir den bestehenden Bundessicherheitsrat weiterentwickeln zu einem nationalen Sicherheitsrat. Dieser muss im Bundeskanzleramt seinen Platz haben. Wir brauchen in den entscheidenden Momenten für unser Land die Expertise der gesamten Regierung, einschließlich der Nachrichtendienste, an einem Tisch. Der nächste wichtige Punkt ist Europa. Europa muss weltpolitikfähig werden. Weltpolitikfähig zu sein bedeutet als Erstes eine neue Geschlossenheit. Überhaupt einmal in strategischen Fragen zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Und es braucht zum Zweiten, wenn nicht alle mitmachen, die, die es machen wollen und die dann auch vorangehen. Ein außenpolitisches Kerneuropa, das im Aachener Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich grundgelegt ist. Hier verständigen sich zwei Länder darauf, sich eng abzustimmen bei vielen internationalen Aktivitäten. Und dieser deutsch-französische Motor muss offen sein für alle anderen, die ebenfalls weitergehen wollen, als es die bisherigen Verträge ermöglichen. In diesen Tagen wird viel über Israel gesprochen. Hier ist die Haltung Deutschlands klar. Es ist Teil unserer Staatsräson, für die Sicherheit des Staates Israel einzutreten. Und dieser Satz gesagt bedeutet dann natürlich auch, dass, wenn man für diese Sicherheit Hilfe aus Deutschland braucht, Deutschland diese auch gewähren muss. Übrigens ohne Mitspracherecht bei innenpolitischen Angelegenheiten in Israel, sondern vorbehaltslos stehen wir an der Seite Israels. Und wir wollen gemeinsam mit den anderen Europäern auch unseren Beitrag zu einem Friedensprozess im Nahen Osten erreichen. Der umfasst heute nicht nur die Frage Palästinenser, Israelis, Zwei-Staaten-Lösung, sondern er umfasst die gesamte Region. Viele arabische Länder haben inzwischen diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen. Ein Quantensprung in 50, 60 Jahren des Konflikts. Und wenn dieser Konflikt jetzt im Inneren gelöst wird, besteht auch die Chance, alle anderen Konflikte rundherum, die längst diesen ursprünglichen Konflikt übersteigen, zu lösen. Und ich denke, auch da ist europäisches Handeln gemeinsam mit den Vereinigten Staaten der richtige Ansatz. Die Hoffnung, dass ein Iran-Abkommen wieder zustande kommt, wo China, Russland, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union gemeinsam einen Beitrag leisten zur Nichtverbreitung von Atomwaffen,
ist eine Hoffnung, eine Vision, die plötzlich aber wieder Realität gewinnt, weil die neue amerikanische Administration diesen Weg mitgehen will.